Hallo Possums, hallo ihr Süßen. Heute ganz kurz geht es nur um verschiedene Bronzer. Ich habe mir hier ein paar bestellt, weil ich so wenig Bronzer habe. Habe ich trotzdem gedacht, ich will die nochmal sehen oder mal gucken, was so der Hype ist und ob es tatsächlich so gut ist, wie auch immer. Und zwar habe ich hier von MAC, schönes Packaging, der heißt einfach nur Matte Bronzer. Der hat eigentlich eine relativ dunkle Farbe. Ich kann jetzt nicht swatchen, weil ich wahrscheinlich da wieder welche zurückgebe. Ich wollte euch die nur mal zeigen. Und zwar, also der ist sehr gerade, da ist keine Wölbung oder sowas, kein gebackener Bronzer. Der heißt einfach Matte Bronzer. Und weiß gar nicht, ob es da verschiedene Farben gab, aber auf jeden Fall sieht der in der Kamera jetzt sehr kühl aus. In Natura sieht er sehr rotstichig aus. Also von da gesehen ist mir der fast ein bisschen zu dunkel oder ein bisschen zu rotstichig. Ja. Dann habe ich hier, und zwar von Essence, Studio Club Matte Bronzing Powder, und zwar Darker Skin. Das ist immer so eine richtige, ne, wenn man den mal so im Vergleich dazu hält. Der ist schon so halb so groß wie mein Kopf. Das sind auch... Der ist Made in Germany. Ein Essence Bronzer. Made in Germany. Das ist doch schon mal großartig, oder? Finde ich gut. Das ist die 02 Sunny Matte Bronzing Powder for Natural Sun Kissed Tan. Also steht es auf Deutsch. Puder für Brünette, verleiht Gesicht und Dekolleté eine natürliche Bräune, perfekt für dunklere Hauttypen. Das sind drin, da vorne steht es, 15 Gramm. Bei MAC sind drin 10 Gramm. Ne? Also das sind schon mal 30% mehr. Der kostet 38 Euro und der kostet 3,50 Euro. Der riecht ein kleines bisschen nach Kokos, aber angenehm. Hat einen angenehmen Geruch, hat eigentlich eine schöne Farbe, sieht auch ein bisschen rötlich aus. Wenn man den jetzt so ein bisschen daneben hält, ist der ein bisschen heller von Essence. Jetzt hat er gerade irgendwie die Dame hier von Lego ins Visier genommen. So, wenn wir gleich mal irgendwie dieses Riesenteil davor halten. Ist von der Farbe her nicht so schlecht. Ja. Dann wollte ich ja unbedingt mal gucken, der Butter Bronzer von Physicians Formula halt. Lady, mich fokussieren, genau. So, Butter Bronzer von Physicians Formula. Für Rhein-Hessen sehr schwierig. Das ist die dunklere Farbe. Es gibt ja zwei Farben. Das ist hier, der ist made in Italy und hat 11 Gramm. Ne? Also 1 Gramm mehr als jetzt der MAC und 4 Gramm weniger als der Essence. Ich habe den schon mal gehabt und habe gedacht, der wäre irgendwie kaputt oder eine falsche Charge. Habe ich ihn zurückgeschickt. Und also ich finde, der stinkt nach totaler Chemie. Das tut mir echt leid. Also ich würde den gerne nehmen und ich liebe Kokos über alles. Der riecht auch ein bisschen nach Kokos, aber der stinkt total nach Chemie. Also so ein ätzender, beißender Geruch hat der mit dabei. Und das finde ich todtraurig. Ich könnte mir den nicht ins Gesicht schmieren, es tut mir leid. Ganz komisch, ich habe auch meinen Sohn gefragt. Die Farbe ist sehr schön, weil der so eine kühle Farbe hat. Und halt eben keinen Rotstich, noch keinen Gelbstich. Von da gesehen ist die Farbe wunderbar. Jetzt habe ich aber von anderen gehört, bei YouTube von wegen, ja, ich schmier mir den ins Gesicht, es riecht alles toll nach Kokosnuss und es bleibt auch so. Dann habe ich gedacht, ja meine Güte, wenn ich dann diesen Chemiegeruch den ganzen Tag da irgendwo in der Nase habe, dann wird mir schlecht. Das kann ich leider nicht haben. Deswegen kann ich den noch nicht behalten, das bricht mir das Herz. Ich bin todtraurig, dass das nicht funktioniert und dass der so ätzend riecht. Ich verstehe gar nicht, dass andere das irgendwie so als angenehm empfinden. Also, das ist mir schleierhaft. Dann war noch hier... Das fand ich total süß vom Packaging her. Und zwar heißt das Bronzing for Face and Body von Honey Sun to Glow. Und zwar ist der von der Firma Ustar. Ustar ist ja so eine Firma, die relativ kostengünstig Produkte macht. Da ist ja so ein kleines Spiegelchen drin. Dann hier so ein kleiner Powder, so ein kleiner Puff, so ein Sponge Puff, also ein Schwamm Puff. Und hier eigentlich auch eine sehr schöne Farbe, die sehr kühl ist, was mir sehr gut gefällt. Also die Farbe finde ich auch sehr schön. Ich kann jetzt leider nicht rumswatchen, aber wenn man den mal mit dem nebeneinander hält, sieht man schon, dass der kühler ist. Jetzt hat er wieder die Lady hier im Fokus.
kühler und kühler, wärmer, wärmer, kühler. Ne? Oh, ist das schwierig. Also ich finde das schwierig gerade, echt. Ich könnte mich jetzt nicht so entscheiden, welchen Bronzer ich behalten sollte. Deswegen brauche ich mal eure Hilfe. Ob ihr von diesen Produkten einen habt und welchen jetzt ihr mir dann dafür empfehlen würdet. Ihr habt jetzt so ein bisschen irgendwie mich kennengelernt und meinen Hautton und so weiter. Und ja, einfach mal, ich zähle auch auf eure Meinung. Es ist nicht nur umgekehrt, dass ich sage, von wegen, ich habe irgendwas reviewed. sondern ihr habt mir auch schon ganz oft ganz tolle Tipps gegeben. Und von da gesehen brauche ich mal eure Hilfe. Und sagt mir mal, ob ihr mit diesen Produkten Erfahrung habt und wie die sind und was ihr mir empfehlen würdet. So, ne? Das war's. Kurz und schmerzlos. Ich danke euch sehr. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss!